Okay, hi, servus. Freue mich, heute Abend hier zu sein. Tatsächlich freut es mich besonders, dass es so ein Tech-Spin hat, weil ich selber, also meine Domäne innerhalb der Tech-Domäne ist Machine Learning, Data Science. Ich arbeite an prädiktiver Algorithmik seit vielen, vielen Jahren, habe Predictive Maintenance gemacht oder momentan bei Burda versuchen wir herauszufinden, wenn ein User Artikel A, B und C gelesen hat, was verrät uns das über seine Präferenzen, über die Inhalte, die er gerne lesen möchte. Und was ich so in den letzten Jahren oft auf die harte Tour gelernt habe, ist, es kommt auf die kleinen Details an, ne, wenn man Sachen analysiert, wenn man Data Science macht und entweder damit ihr nicht in dieselben Probleme reinlauft oder dass, wenn ihr das mal irgendwie von irgendwem präsentiert bekommt, dass ihr die richtigen Fragen stellen könnt, habe ich heute Abend ein paar Beispiele mitgebracht, auf die man mal achten sollte. Es ist auch, wenn Michael das gerade gesagt hat, normalerweise eher auf der unteren Ebene unterwegs, habe ich heute mal versucht, das auf der Metaebene zu belassen. Habe auch keine Folien, sondern nur Geschichten dabei eigentlich. Und die erste Geschichte handelt davon, die entscheidende Frage ist, was habe ich denn eigentlich für Daten hier vor mir liegen, die ich analysieren möchte? Und habe ich hier vielleicht eine Verzerrung drin, die ich so gar nicht beabsichtigt habe? Und wenn ja, was macht das mit meinen Ergebnissen? Und die Geschichte dazu spielt im Zweiten Weltkrieg. Man hat sich damals gefragt, sind wir nicht in der Lage, irgendwie die Panzerung von unseren Flugzeugen irgendwie zu verbessern? Und man ist losgezogen, hat die ganzen Flugzeuge zusammengesucht, die aus dem Krieg zurückkamen, hat die Einschusslöcher quasi lokalisiert, katalogisiert und gezählt. Und ich habe mit meinen begrenzten Visualisierungskünsten versucht, das einmal darzustellen. Man hat im Kern quasi den Flieger mal so in drei Segmente eingeteilt. Irgendwie vorne Cockpit und Motor, Mittelteil, Rumpf, Flügel und den hinteren Teil. Und hat quasi gefunden, dass im vorderen Teil hat man so im Schnitt 1,1 Einschusslöcher. Seht ihr das da drüben eigentlich überhaupt? Das ist wahrscheinlich schwierig, gell? Also vorne quasi Motor und Cockpit hatte so im Schnitt 1,1 Einschusslöcher pro Quadratmeter, der mittlere Teil 1,8 und der hintere Teil 1,6. Und man hat sich so gedacht, okay, vielleicht gibt es da Room for Improvement, weil wir irgendwie nur bestimmte Teile panzern müssen, die anderen können wir quasi irgendwie vernachlässigen. Und der spontane erste Impuls ist oft zu sagen, okay, ja klar, müssen wir in der Mitte panzern, da fliegen anscheinend die meisten Kugeln rein. Die entscheidende Frage ist aber, wenn man sich das mal anschaut, macht dieses Bild Sinn? Ja, also ist es wirklich sinnvoll zu glauben, dass der Motor und das Cockpit weniger Kugeln abbekommen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Tatsächlich muss man sich die Frage stellen, wo sind diese Löcher, die hier fehlen, hier vorne? Und die Antwort ist, das sind diese Löcher, die hier vorne fehlen, die sind in den Flugzeugen, die abgestürzt sind. Weil wenn ich nämlich einen Treffer in den Motorraum bekomme, dann hat es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Flieger abstürzt. Wohingegen hier im Rumpf kann ich relativ gut damit leben, wenn ich ein paar Einschusslöcher habe. Es tangiert mich nicht so sehr. Also die Frage, die man sich stellen muss, ist, habe ich eine Verzerrung in meinem Sample? Und falls ja, was macht das mit den Ergebnissen? Die zweite Geschichte, die ich habe, selbst wenn wir einen Datensatz haben, der ohne Verzerrung daherkommt, musst du dir immer noch die Frage stellen, habe ich alle Variablen, die ich überhaupt brauche, um diese Frage zu beantworten? Und die Geschichte dazu hat was mit Gefängnisinsassen, freigelassenen Gefängnisinsassen zu tun. Man hat sich damals die Frage gestellt, die haben ja nachdem sie aus dem Knast kommen, gehen sie durch so ein Resozialisierungsprogramm. Man hat sich gefragt, hat die Länge dieses Resozialisierungsprogramms einen Effekt darauf, wie lange die Person straffrei bleibt? Und man hatte diese Daten und das war jetzt deutlich einfacher zu visualisieren. Wenn man mal hier die Y-Achse anschaut, hier ist quasi, wie lange ist diese Person straffrei geblieben? Und auf der X-Achse ist, wie lange ging sein Kurs? Also da gab es anscheinend unterschiedliche Längen, wie lange man diesen Kurs machen könnte, sollte, müsste, dürfte. Und das ist sozusagen die Masse an Beobachtungen, die man hatte. Und wenn man jetzt quasi einmal da so sich das so anschaut und sagt, okay, muss ich irgendwie eine Linie durchlegen, dann wäre der Effekt irgendwie so. Ja. Irgendwie kontraintuitiv, weil das würde bedeuten, je länger der Kurs ging, desto kürzer war die Person straffrei. Das würde bedeuten, okay, warum machen wir den Kurs denn überhaupt? Dann sparen wir uns den lieber und dann bleiben die Leute länger straffrei. Also irgendwas passt hier tatsächlich nicht. Und man ist da tiefer rein. Und tatsächlich
was hier der Fehler war. Man hat nicht für eine entscheidende Variable kontrolliert. Die entscheidende Variable in dem Zusammenhang wäre Geschlecht gewesen. Weil wenn wir jetzt einmal hingehen und sagen, also die roten sind quasi die männlichen Beobachtungen, die blauen die weiblichen. Sehen wir plötzlich ein ganz anderes Muster. Wenn wir innerhalb dieser Kategorien bleiben, dann sehen wir zweimal einen gegenläufigen Effekt, und zwar den wir erwartet hätten. Je länger der Kurs ging, desto länger blieben die Leute straffrei. Was wir vorher, dadurch, dass wir nicht für Geschlecht kontrolliert haben, einfach nur abgegriffen haben, war der unterschiedliche Effekt, dass Männer einfach kürzer straffrei bleiben. Ja. Und dadurch, dass man das quasi nicht einkalkuliert, macht man quasi den Fehler, und hat einen anderen Effekt, als man ihn eigentlich bekommen sollte. Also auch hier wieder die Frage, habe ich alle Informationen, die ich zur Analyse meines Problems überhaupt brauche? Ja. Genau, aber selbst wenn das alles passt, ja, selbst wenn ich ein gutes Datensample habe, ohne Verzerrung, wenn ich für alle Effekte kontrolliert habe, die relevant sind, gibt es immer am Schluss auch noch einen Stolperstein, und der ist dann meistens bei der Interpretation der Ergebnisse. Und da gab es ein schönes Beispiel Mitte der 90er Jahre. War ein britisches Ministerium, hat einen offenen Brief an die Gesellschaft geschrieben, wo sie vor einer neuen Generation einer Antibabypille gewarnt haben, weil die ein doppelt so hohes Risiko für Thrombose hat als die gewöhnlichen Antibabypillen. Und Thrombose ist ein Spaß, ne? Da sterben Leute dran. Und dementsprechend hat das auch relativ schnell seine Kreise gezogen. Medien haben darüber berichtet. Und die Gesellschaft ist so latent in Panik verfallen, weil wenn Zeitungsberichte heißen, the pill kills, dann führt es zu Emotionen. Also was ist passiert? Die Damen haben reihenweise aufgehört, gegen ärztliche Anweisungen, haben die Pille abgesetzt oder auf ein anderes Produkt sind übergegangen, was zur Folge hatte, dass 1996, ein Jahr später, 36.000 mehr Geburten stattgefunden haben als im Jahr davor, 13.000 mehr Abtreibungen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist natürlich irgendwie ein fairer Deal dafür, dass wir irgendwie lauter Frauenleben gerettet haben, die nicht an Thrombose gestorben sind. Jetzt darf man mal raten, wie viele Menschenleben hat man tatsächlich gerettet? Also man weiß es nicht genau, es ist ungefähr eins gewesen, tatsächlich. So. Was will ich damit sagen? Ja, wenn man sagt, irgendwie das Risiko ist doppelt so hoch, muss man sich immer die Frage stellen, was ist das Ausgangsrisiko? Ja, weil eine ganz kleine Zahl mal zwei ist immer noch eine ganz kleine Zahl. Und also, weil das Basisrisiko für Thrombose ist irgendwie 1 in 10.000. Und mit dem neuen Produkt war es dann irgendwie 2 in 10.000. Also immer noch ganz, ganz geringe Menge von daher quasi vernachlässigbar. Also da ist immer so ein Trade-off zwischen statistischer Signifikanz und ökonomischer Signifikanz. Also die statistische Signifikanz war natürlich gegeben mit 100% mehr. Die ökonomische Signifikanz eben nicht. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Okay, das eine kriege ich noch durch. Genau, und wenn alles gegeben ist und ihr vielleicht mal irgendwie von jemandem Vorhersagen bekommt, wo ihr denkt, okay, krass, wie macht er das? Wie kann der so oft hintereinander eine richtige Prognose liefern? Dann will ich, dass ihr an den Stocktrader von Baltimore denkt. Die Geschichte vom Stocktrader aus Baltimore geht folgendermaßen. Der schreibt dir einen Newsletter und sagt, hier, ich habe einen tollen Tipp für dich. Nächste Woche wird diese Aktie total durch die Decke gehen. Und denkst dir, okay, alles gut, wartest die folgende Woche ab. Und er hatte recht. Er wird dir nochmal eine E-Mail schicken, wo er sagt, hey, diese Aktie wird nächste Woche total sinken. Und denkst dir, okay, wartest es ab. Schaust die nächste Woche an und die Aktie ist tatsächlich gesunken. Und so macht er das 8 Wochen weiter, 10 Wochen hintereinander, hat er dir eine richtige Vorhersage gemacht. Und denkst du, okay, wie macht er das? Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der das einfach geraten hat? Das ist irgendwie 1 durch 1024, also quasi
quasi null. Ne? Also irgendwas musst du wissen. Ne? Und in der 10. E-Mail hat er dir geschrieben, hier für nächste Woche habe ich auch noch einen Tipp. Hast du nicht vielleicht Lust, irgendwie ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und irgendwie reich zu werden? Ja? Und du denkst, okay, cool, ja, mache ich. Und nächste Woche kommt es, wie es kommen musste. Es geht den Bach runter. Du verlierst all dein Geld und denkst dir, okay, so ein Mist. Dieselbe Geschichte aus seiner Perspektive erzählt, zeigt, wie das zustande kam. Der Typ fängt an mit 10.000 E-Mail-Adressen und schreibt der einen Hälfte, diese Aktie wird sinken, und der anderen Hälfte wird er schreiben, die Aktie wird steigen. So, bei einem von beiden hat er recht. Die kriegen nächste Woche eine neue E-Mail, die anderen sind quasi down the drain. Den anderen schreibt er hier, ich habe für nächste Woche wieder einen Tipp für eine Aktie. Wieder die eine Hälfte sagt, wird steigen, die andere Hälfte wird fallen. Na, ihr seht schon, wohin das führt. Das macht er halt 10 Mal und am Schluss hat er halt immer noch 30 Leute, wo er 10 Mal hintereinander richtig lag. Und 30 Leute denken sich, krass. Ja. Das muss man sozusagen im Hinterkopf behalten. Wenn man sich denkt, wie macht er das denn? Dann muss man sich auch die Frage stellen, wie oft lag der vielleicht auch schon bei anderen Leuten falsch. Jetzt habe ich 48 Sekunden gespart, bin ein bisschen früher dran. Ich habe schon gehört, das ist eher nicht so die Regel, aber danke für eure Aufmerksamkeit.